Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Es gibt mal zur Abwechslung ein Stativ Unboxing und kurz Review Vorstellung. Wahrscheinlich sollten wir unseren Kanal umbenennen in Stativ Reviews oder so. Ist auch egal. Jedenfalls ist das Stativ von der Firma Gikoto, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, weil jetzt kommt's, ich habe es nicht bestellt. Es ist trotzdem gekommen. Ja, na sowas. Ja, also auf meiner verzweifelten Suche nach einem geeigneten, es tut mir leid, nach einem geeigneten Stativ bin ich ja letzten Endes, oder habe ich mich ja, nachdem das City Traveler XL und das Travel Tripod Carbon irgendwas, weil es nicht so überzeugend waren, habe ich ja im letzten Video, was das von diesem von dem Travel Dingsbums war, habe ich ja gesagt, dass ich jetzt das mal das C5i probieren werde, von dem auch aktuell die Kamera filmt. Kleiner Spoiler fürs nächste Stativ Video. Ja, hab das bestellt als Warehouse-Deal bei Amazon. Warum grinst du da? Hä? Ich habe überhaupt nicht gegrinst. Ich bin voll konzentriert. Okay. ja, hab ich als Warehouse-Deal bestellt, weil es einfach war ein paar Euro günstiger, also hat sich jetzt nicht groß gelohnt. Ja, und komm. Das war knapp. Ist dann dieses Gerät. Ich habe davon in die Kamera gucken und nicht dahin, ja, so wie ich. Ich habe davon noch nie was vorher gehört gehabt von der Firma. Ja, und habe es dann ausgepackt, weil ich erst dachte, ja gut, für Warehouse Dealer haben sie vielleicht irgendeine Verpackung genommen, weil Warehouse die Aufkleber ist ja auch drauf. Habe da reingeguckt. Stativtasche ist zwar drin, steht aber derselbe Blödsinn drauf. Jedenfalls hier, ich habe es schon mal nebenher ausgepackt. Es gibt Stativ, es gibt Tütata. Zweimal Silika. Tu das schnell wieder rein, ist giftig. Ist auch giftig. Dann einmal Stativschraube mit Mutter drauf. Und Vater drunter, was? Das hast du nicht gesagt. Dann gibt's noch hier Stativschraube mit Mutter drauf. Das wird nicht rausgeschnitten, das kannst du vergessen. Ich bin der Schnittmeister. Verschnitte bist du. Das wird halt nicht mehr besser. Es ist zu spät abends. Zurück zur Brause. Ich möchte deine Mutter kennen. Mit Vater drauf oder Vater drunter? So. Also erstmal anders als bestellt, solche komischen Verschlüsse, die ich nicht wollte. Kannst du nicht auch irgendwas Gutes sagen? Über das Stativ? Ja. Nein. Der Slogan der Firma ist Too fun to be pro. Ja, stimmt. Macht zu viel Spaß, um professionell zu arbeiten. Denke ich mir auf Arbeit auch immer. Wenn ihr sehen könntet, was der hier macht. Ja, ich habe da kein Vertrauen in dieses Bein. Das sieht aber niemand. So, trotzdem. Also es ist auch erstmal relativ groß im Packmaß. Ich kann mir nachher mal gucken, ob ich technische Daten finde, die sind hier auf dem Zettel, also kannst ja du wieder machen. Ich bin beschäftigt. So. Also was ich erstmal positiv doch sagen kann, achso, ich habe das jetzt versucht, den Laptop hier zu halten, das Ding, aber ich muss es ja in die Kamera halten. Es gibt einen Sack um den Kugelkopf, dann achso, haben wir wieder eine zweigeteilte Mittelsäule. Bei dem anderen, was ich davor getestet habe, kann ich danach verstehen, weil da einfach sonst, also zugunsten des Packmaßes, haben das einfach nochmal zwei geteilt, aber hier bringt das irgendwie absolut gar nichts. Hier stehen keine Maße. Hast du es nicht im Internet irgendwann mal gefunden? Ach doch. Ja, also wenn man die Mittelsäule auszieht, kann man es auch gleich lassen. Ich kann das mal abschrauben. Wirklich? Was? Du solltest nicht dumm machen. Ist es aber. Also ich würde es vor allem, also ich habe geguckt, dass ich kann nochmal gucken, ich glaube, 70 oder 80 Euro kosten.
Krasse Scheiße. Also, wo ist es denn auch da? Das ist halt... Es ist wackelig. Wenn man also die Mittelstange ausgefahren hat. Wackelt in sich irgendwo, aber man weiß nicht wo. Also es ist nicht, weil die Schraube nicht festgezogen ist, sondern es ist einfach, weil die Schraube gar nicht so fest geht, dass es fest wäre. Ja, dann aber... Also es hat einen Lastenhaken, wie die meisten Stative eigentlich. Ja, wie gesagt, Kugelkopf mit dieser so einer Panoramafunktion. Ja, also es hat so eine 360 Grad Panoramafunktion, die mega doll fest sitzt. Aber ich glaube, vielleicht kann man die sogar noch von unten locker schrauben. Also da musst du echt gut gefrühstückt haben, um den zu drehen. Dann, was ich echt positiv sagen muss, eine mega große Kugel. Das war's dann aber auch schon. Die läuft wie, weiß ich nicht. Schmitzkatze auf deiner Glatz. Also der Motor vom Trabi läuft rund dagegen. Es knirscht und kratzt, wenn man diesen Kugelkopf dreht. Das ist nicht schön. Aber ich muss sagen, es klingt nicht unangenehm, so wie wenn man so mit den Fingernägeln eine Tapete macht, sondern es klingt... Alter, ist mir das tatsächlich lieber. Oh nein. Nee, wahrscheinlich ist da aber einfach nur sämtliches Fett oder was auch immer vergessen worden. Hier stand, was man für Fett nehmen kann, wenn man irgendwas fetten möchte. Das ist schön, du kannst ja wieder Knoblauchbutter nehmen bei uns in die Tür. Das hat deine Mama gesagt. Okay. Ihre Idee war das. Ja, dann haben wir Schnellwechselplattensystem, AKSWIS kompatibel, was man dem Ding auch schon mal noch halbwegs zugute halten kann. Eigentlich das Problem dabei, wie ihr vielleicht hört, alles aus Kunststoff. Also selbst der Schnellwechselplattenhalter ist aus Kunststoff. Hat hier eine Schlaufe dran. Zum Tragen? Wahrscheinlich, die sich aber... Die fühlt sich an so ein bisschen wie Autogurt. Sieht auch so aus. Schmeckt auch so. Aber ungefähr ein Drittel so dünn. Was gibt's noch zu sagen? Was ich echt gut finde, es geht mega hoch auszuziehen, aber dafür hat es halt auch das entsprechende Packmaß. Also... Aber die untersten Beinchen sind halt wirklich zu dünn. Ich bin 1,78. Na, maximal. Ja, ist doch gut. Okay, also es geht mir bis... Ohne ausgezogene Mittelsäule. Ja, bis Schulterhöhe. Mit erster Stufe Mittelsäule ausgezogen, genau bis ja, Stirnhöhe. Und wenn man das letzte bisschen auch noch ausfährt, was ich aber nicht machen würde, weil dann kann man... Ach du Scheiße. Das ist wirklich... Weiß ich nicht. Ja, also es hat einen schönen Hüftschwung drauf. Mhm. Könnte irgendeine brasilianische Bauchtänzerin nicht besser. So, weil ich glaube jetzt nämlich, das ist deutlich stabiler. Oder, naja, deutlich stabiler ist wahrscheinlich übertrieben. Oder zumindest nicht ganz so wackelig. Wenn man das Ganze in der Einbeinfunktion nutzt, auf der Höhe. Ich glaube, dann kann es ja nicht so viel schwimmen. Oder habe ich jetzt einen totalen Denkfehler? Das kann auch sein. In meinem Kopf sagt es sich gerade, dann kann es nicht ganz so doll schwingen, wenn es nur ein Bein hat. Weil das sind bestimmt 2 Meter. Was werden das sein? 50. Was guckst du mich so an? Hallo? Unsere Deckenhöhe ist 2,50. Das ist wohl wahr. Und das sind nochmal 20 cm oder so. Aber weißt du, 1,78 plus. Das ist ein Arm. Und eine Elle sind 30. Also vielleicht. 2,10. 2,10 oder so, oder 2,15. Also optisch ist an sich gar nicht schlecht. Also ich finde diese Farbe... Das ist überhaupt kein Bild, nee. Diese Farben, also das mit dem Orange finde ich ganz cool. Das hat ja Rollei auch aufgegriffen. Oder auch aufgegriffen. Also damit arbeitet Rollei ja auch. Davon haben sie sich wahrscheinlich auch abgeguckt. Oder damit arbeiten ja viele. Also der Stil mit diesen Schnellverschlüssen, der ist ja... Genauso wie bei dem letzten, was ich jetzt getestet habe. Das finde ich auch wirklich schön. Das sieht auch wirklich hochwertig aus und das fühlt sich auch hochwertig an, weil es alles Metall ist. Achso, ja, dann kann man dazu sagen, ist Aluminium. Ja, der Kugelkopf ist wahrscheinlich mega schwer, so groß wie der ist. Ja, also mega schwer Kugelkopf, aber an sich, er hält auch schon fest. Also, wenn das so
Kein Problem, so hält der Kugelkopf gut. So hält auch das Stativ halbwegs, wenn man noch einen Lastenhaken unten was ranhängt, ist es auch stabil. Also in eingefahren, also wenn die Beine so komplett eingeklappt sind, würde ich sagen, ist das gut, wenn man dann noch eine Stufe vielleicht so ausklappt oder so. Also es hat keine kürzbare Mitte, das kann man schon mal sagen. Dazu müssen wir die Stativstange dann umdrehen. Ja, aber wenn man das noch, die Beine noch eins ausklappt oder so, dann ist es auch echt stabil. Aber man hat ja nicht unbedingt ein Stativ nur, um auf Bodenhöhe zu arbeiten, sondern vielleicht auch mal weiter oben, Augenhöhe oder noch höher. Nicht machen. 1,5 Kilo ist gar nicht so viel, dafür, dass es doch so groß ist. Aber ist halt auch nur Alu und kein Carbon, deswegen ist es auch nicht ganz so besonders leicht. Bestellt es euch nicht. Ja, also es ist für kleine, leichte Kameras, also wirklich ganz kleine, leichte Kameras, so eher in Richtung deiner Panasonic, so Bridge-Kameras. Maximal. Die 600D mit dem 1855 vielleicht auch noch, aber dann auch nicht in groß weit ausgezogen. Aber für den Preis kann man sich auch was anderes holen. Ja, für den Preis auf jeden Fall. Also so. Also ich kann es jetzt nicht wirklich weiterempfehlen. Aber es war auf jeden Fall mal cool, dass wir unfreiwillig sowas testen konnten, was wir sonst nicht getestet hätten. Genau. Was? Warum brauchst du ein Stativ? Manchmal muss ein ausgezeichnetes Foto lange warten. Sie können die Kamera nicht immer halten. Zu diesem Zeitpunkt könnte das Stativ Sie für lange Zeit stabilisieren. Manchmal möchten Sie Landschaften mit unterschiedlichen Blickwinkeln aufnehmen. Da lege ich mich auf den Boden ohne Stativ. Das Stativ mit 360 Grad Kopfball hilft Ihnen beim Fotografieren von Rundumlandschaften. Als Fotograf suchen Sie immer nach einer äußerst stabilen Unterstützung für Ihre Kamera. Das Stativ mit Gewichtshaken bietet Ihrer Kamera mehr Stabilität. Kurz gesagt, jeder Aspekt zeigt den Fachmann des... Was zeigt den Fachmann des Gekoto-Produkts? Wer hat das übersetzt? Da stehen ja irgendwo technische Daten. Ja, Höhe Stativ 60 bis 200 cm. Wir haben sogar noch untertrieben wahrscheinlich. Einbeinstativ 88 bis 208 cm. Lagerlänge 48 cm. Rohrdurchmesser 13 bis 23 mm. 8 Kilo Maximallast. Also bei 1 Kilo hört es ja schon langsam auf bei der 600D. Also, eine Frage lautet, eignet sich das Stativ auch für Videos, beziehungsweise kann man sauber und ohne Ruckeln schwenken? Antwort natürlich vom Verkäufer, weil da wahrscheinlich sonst keiner antworten würde. Ja, das Stativ kann auch zum Aufnehmen von Videos verwendet werden. Nee, dafür würde ich eher eine Kamera verwenden. Passt das Stativ, das sind immer die besten Fragen bei Amazon. Passt das Stativ für die Systemkamera Sony Alpha 6000, wenn die ein Stativgewinde hat, wahrscheinlich. Und das hat ungefähr jede Kamera. Hallo, kann man bei dem Stativ auch einen Stativkopf von Manfrotto montieren? Ja, wenn du den Wert des Stativs verfünffachen willst, ja gerne. Da verkriechen sich aber die Beine in sich selbst, weil die Angst haben vor dem Stativkopf. Geliefert wurde das Stativ in einer beeindruckten Verpackung. Also in einer bedruckten Verpackung. Das Stativ ist sehr gut verarbeitet, ja. Also das sind solche Bewertungen, da liest man am Hören, nein, da merkt man am Lesen, dass... Die Leute, keine Ahnung, was... Nee, dass die Leute wahrscheinlich so bei so einem Online teste Produkte und behalte sie danach und schreibe nur eine Bewertung bei Amazon mitgemacht haben, dann diese Bewertung wahrscheinlich vorgegeben bekommen haben, was sie schreiben sollen. Und gleich ist der Speicher voll. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen, es hat euch weitergebracht und... Nicht kaufen, auch wenn die Bewertungen gut sind, wirklich nicht. Ja, man sollte vielleicht auch... Selber sich... Ja, informieren, aber man kann es ja auch zurückschicken, wenn man es aus Versehen gekauft hat. Nochmal zum Preis, 80 Euro oder so soll es kosten. 75,99. Nein, nicht wirklich. Für das Geld lieber dieses Rollei vom letzten Mal, das war ja auch ungefähr bei dem Preis. Verlinken wir und... Wir hoffen, wir sehen uns im nächsten Video. Wir hoffen, wir sehen uns auch im nächsten Stativvideo. Und was dann endlich zum C5i wird. Genau, bis dahin viel Spaß, guten Rutsch, frohes neues Jahr und auf Wiedersehen.
Das Beste haben wir ja noch vergessen zu sagen. In dem Zubehörbeutelchen liegt noch die heiß begehrte G-Code und Membership Card. Damit kriegt man 30%, ich glaube 30% Rabatt auf alle Produkte.